Du, Stefan, wenn ich jetzt eine blaue und eine rote Garnele zusammentue, vertragen die sich dann? Eine rote und eine blaue, Ja, hallo, ihr seid wieder auf dem Aquaporisten-Kanal mit Benni und Stefan. Und wir haben uns jetzt mal so ein bisschen die Frage gestellt, wie kann ich Garnelen vergesellschaften? Wir machen nochmal ein eigenes Video zu Fischen, weil das so ein eigener Komplex ist quasi. Und nehmen uns jetzt erstmal die Wirbellosen vor. Als erstes natürlich, kann ich Garnelen mit Garnelen vergesellschaften? Ich meine, es ist relativ klar, dass ich Garnelen als Gruppentiere schon mit mehreren halten kann. Und bei den Neos kann ich doch eigentlich alle Formen wild durcheinander halten. Die tun sich nichts, oder? Genau, die kreuzen sich ja auch. Also das ist ja die gleiche Gattung, beziehungsweise eigentlich auch im Prinzip die gleiche Art. Das sind ja eigentlich auch alles Neocarolina davidi. Ja. Und beziehungsweise eine Form, das sind die White Pearls und die Blue Pearls, die sind halt Palmata. Warum die aber jetzt so genannt wurden, weiß ich jetzt wissenschaftlich, also kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Die kreuzen sich auf jeden Fall auch mit den Davidis halt, ne? Also das ist kein großer Unterschied. Ne? Okay. Also überhaupt kein Problem. Es gibt ja auch noch zig andere Zwerggarnelen. Wenn man die jetzt zusammenhält, ist ja meistens auch kein Problem. Da brauche ich dann aber keine Angst haben, dass ich irgendwie die Stämme vermischen und ich jetzt, wenn ich die Davidis jetzt alle zusammenhalte, kann es natürlich passieren, dass ich irgendwie komische Farben bei rauskriege oder viele Farblose bei rauskriege, wenn die sich jetzt kreuzen. Wenn ich jetzt andere Zwerggarnelen habe, gibt es Probleme oder ist das besser? Ja genau, also man könnte zum Beispiel die Tigergarnelen, das ist ja dann Carolina, nicht Neocarolina, ja. Die kann man dann zum Beispiel sehr gut mit den Neos dann eben zusammenhalten, weil die auch nicht so anspruchsvoll sind, was die Wasserwerte angeht. Und man die auch auf nicht zu hartem Leitungswasser dann auch gut halten kann und sich sogar auch oft vermehren, zwar nicht so gut wie die Neocarolina haben, aber die kann man halt gut miteinander halten, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Farben an Garnelen haben will, die sich nicht vermischen sollen. Und die haben dann eigentlich so die gleichen Bedürfnisse in etwa und die tun sich nichts gegenseitig, die haben die gleiche Größe, sehen auf den ersten Blick von der Anatomie und so weiter erstmal gleich aus. Ne? Ja. Aber das funktioniert super zusammen. Ne? Aber bei den Tigern gibt es ja auch verschiedene Formen, da wäre das dann wieder genau das gleiche. Wenn ich jetzt verschiedene Tiger zusammenhalte, dann würden die sich ja auch wahrscheinlich wieder runterkreuzen. Genau, das heißt, da müsste ich dann schon immer auf andere Garnelen ausweichen, wenn ich das Farbbild quasi konstant haben will. Genau, also die Tigergarnelen sind ja halt mit den Red Bees, Black Bees und so weiter verwandt. Das heißt, die kreuzen sich auch mit denen, sind auch Carolina. Wobei das bei den Carolina noch ein bisschen anders ist. Da gibt es ja noch die Amano-Garnelen, das ist auch Carolina, aber mit denen kreuzen sich dann wieder nicht. Also da ist es dann wieder ein bisschen anders. Aber die ganzen Taiwaner oder Shadow Bees oder wie sie auch alle genannt werden, die kreuzen sich alle mit den Tigergarnelen und so weiter, da müsste man dann wieder gucken. Und die sind dann auch meistens wieder empfindlicher, jetzt wie die Red Bees und die Taiwaner. Die benötigen dann schon weicheres Wasser, geringeren pH-Wert am besten, damit man halt dann auch eine geringere Keimdichte hat. Wie sieht das jetzt sonst? Du hattest gerade Amano-Garnelen angesprochen, die sind ja schon deutlich größer. Tun die sich irgendwie was? Also wenn ich die jetzt zu Zwerggarnelen setze? Ja, das kann man auch gut machen. Klar, es gibt immer wieder Berichte darüber, dass die Amano-Garnelen sich von den Neos oder auch von den Carolina welche schnappen sollen und fressen sollen. Vor allem auch immer wieder mal Jungtiere oder welche, die gerade frisch gehäutet sind, weil sie dann einen weicheren Panzer haben. Das kann natürlich mal vorkommen, vor allem wenn die Amanos sehr hungrig sind und wenig gefüttert wird zum Beispiel. Ne? Okay. Da kann das natürlich tatsächlich mal vorkommen, aber es wird nicht so sein, dass die jetzt den ganzen Bestand dezimieren und wenn die sich sowieso vermehren, die Zwerggarnelen, also jetzt die Carolina oder auch Neocarolina, dann kommen eigentlich immer genug, vermehren sich die stärker, also kommen immer mehr Garnelen bei rum, als gefressen werden von Amanos. Ne? Und ich habe das aber selber persönlich noch nie beobachtet und noch nie den Eindruck gehabt, wenn ich die beide in einem Becken hatte, dass die Zwerggarnelen, also die ganz kleinen sozusagen, die Neos, weil die Amanos ja größer werden, deswegen die Kleinen sozusagen, dass sie die dezimiert haben, das habe ich so nicht rausgehört. Ja. Aber da gibt es ja schon Garnelen, die auch den Zwergen quasi gefährlich werden. Ich meine, jetzt gibt es ja noch verschiedene andere Garnelenarten, größere. Ja. Bei den ganzen Zwerggarnelen sollte eigentlich kein Problem sein, oder? Genau, da gibt es ja auch verschiedene Arten. Da muss man also eigentlich nur auf die Wasserwerte achten, genau. Ich verstehe. Ja, es gibt dann halt noch zum Beispiel die Langarmgarnelen. Da gibt es ja noch so verschiedene Arten. Aber das sind ja auch keine Zwerge, sondern dann wieder. Das sind dann wieder keine Zwerggarnelen, genau, das sind größere Garnelen. Die gehen dann auf jeden Fall schon an die Zwerggarnelen dran. Ja.
Also die ganzen Zwerge, fassen wir erstmal kurz zusammen, kann man eigentlich ohne Probleme zusammenhalten. Mhm. Schlimmstenfalls hybridisieren sie, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist, wenn man jetzt nicht irgendwie seinen Stamm reinhalten will. Ne? Genau, und zu den Wasserwerten, was du sagtest, die Amano-Garnelen und die Neocaridina, die sind halt, was die Wasserwerte angeht, sehr flexibel, weich bis hart, ja. Geht alles halt. Man muss halt dann nur denen entsprechend angewöhnen, wenn sie jetzt neu dazukommen. Gucken, aus welchem Wasser kommen sie und welches Wasser sollen sie. Und dann gibt es aber noch die Caridina, die sind natürlich wieder ein bisschen anspruchsvoller, die brauchen ein weicheres Wasser. Ne? Da muss man natürlich dann ein bisschen drauf achten, dass wenn man die alle zusammenmischt, dass man dann so ein gutes Mittel vielleicht findet, beziehungsweise das dann mehr an die anpasst, die dann halt die höheren Ansprüche haben. Ne? Ja, ich meine, da gibt es ja jetzt immer wieder auch ganz neue Formen, irgendwie aus Sulawesi oder was weiß ich, wo gerade wieder neue Formen auftauchen. Es gibt ja Zwergkarnelen eigentlich überall auf der Welt. Also auch hier in Deutschland gibt es Zwergkarnelen, zwar, ich glaube, eine Art. Ja, aber so eingeschleppt aus Italien oder so. Ja, ich glaube hier im Rhein oder in der Donau oder so. Ja, ja gut, aber ich meine, da gibt es ja relativ viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also wenn wir jetzt zu den größeren gehen, dann haben wir eher das Problem, dass die dann womöglich gefressen werden. Ich meine, da gibt es ja jetzt auch so Spezialisten, wie jetzt irgendwie so Fächergarnelen oder so. Mhm. Da haben sie wahrscheinlich nichts zu befürchten, weil die filtern ja nur. Ja, Und wenn man dann sonst sich noch so die entfernte Verwandtschaft anguckt, also die größeren Garnelen, sagst du ja eher aufpassen wegen gegenseitig fressen. Mhm. Und dann gibt es ja als nächstes, würden mir jetzt die ganzen Krebse einfallen, da habe ich wahrscheinlich das gleiche Problem, oder? Ja, genau, also da kann es auch teilweise klappen, genauso wie mit den Amano-Garnelen, beziehungsweise Amano-Garnelen sind ja noch sehr harmlos. Wenn wir jetzt die Langarm-Garnelen schon genannt hatten, genau, die Krebse sind sehr ähnlich, also Langarm-Garnelen werden auch oft als Krebse gehalten, weil die natürlich längere Arme haben. Die werden teilweise auch ziemlich groß, ne? Genau, werden teilweise ziemlich groß und wirken dann auch wie Krebse halt, ne? Also die würde ich dann auch schon eher so in diese Krebs-Ecke packen. Krebse, da muss man halt dann auch wieder, gibt es ja mittlerweile so viele verschiedene Formen, auch in der Aquaristik. Ja. Einige sollen wohl ganz gut mit Garnelen gehen, die interessieren sich gar nicht für die Garnelen, da klettern die Garnelen auf denen herum. Und andere wiederum, die gehen dann schon so ein bisschen an Garnelen, beißen dann mal hier und da ein Auge ab, ein Bein ab oder sowas halt. Das wäre dann nicht so schön. Genau, das wäre dann halt nicht so schön. Also die muss man halt einfach dann jetzt dementsprechend, das können wir jetzt nicht in so einem Einzelnen durchgehen, welche Arten gehen jetzt genau, das müssen wir vielleicht nochmal ein extra Video machen. Wenn euch das interessiert, also wenn ihr jetzt sagt, ich habe Krebs oder Garnele XY, einfach mal in die Kommentare. Genau. Wenn das genügend Leute interessiert, dann machen wir einfach ein eigenes Video dazu. Ja. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Ansonsten Krebse, ja, hast recht. Ich habe auch gesehen, dass da jetzt so viele neue Formen immer wieder auftauchen. Mhm. Also auch aquaristisch interessante Arten, groß bis klein. Mhm. Und für alle möglichen Wasserwerte kann man wahrscheinlich nicht so als Gesamtes sagen, oder? Ja, ich würde es jetzt erstmal, so pauschal würde ich es erstmal sagen, muss man vorsichtig sein, würde ich jetzt erstmal nicht so einplanen, dass man Garnelen und Krebse in ein Becken packt, ne, sondern dass man die schon eher separat hält, wenn man sie beide haben möchte. Aber klar, mit einzelnen kann das dann schon auch zusammenklappen. Ja, was fällt uns sonst noch so im wirbellosen Bereich ein? Schnecken natürlich. Mhm. Du hast ja auch relativ viele Schnecken in deinem Becken, also kannst du ja so schlimm sein, oder? Ja, genau, also mit Schnecken geht es auf jeden Fall auch. Da sehe ich jetzt keine Probleme. Da gibt es ja die Posthornschnecken, die sind dann halt so sehr bekannt, ne? Die vermehren sich ja auch im Süßwasser. Dann gibt es ja die Blasenschnecken, die man meistens durch Pflanzen schon mit reinholt. Die kennt ja auch wahrscheinlich fast jeder Aquarianer. Die alle loswerden wollen. Genau, die meisten, oder viele wollen sie los, weil sie dann zu Plage irgendwann werden. Wobei, um jetzt mal kurz abzuweichen, die werden eigentlich nur dann zu Plage, wenn man zu viel füttert. Ne? Das heißt, es gibt eigentlich eine ganz gute Anzahl von Schnecken immer im Becken, wenn man die richtige Menge Futter reintut, sodass halt die Fische, die Garnelen, die sind ja meistens sowieso die schnellsten, wenn die zuerst das Futter bekommen und dann so ein bisschen die Reste da liegen bleiben und die Schnecken das bekommen, ja. Dann passt sich das eigentlich ganz gut an, so halt, dass die Schnecken auch nicht explodieren. Wenn die Schnecken explodieren, dann etwas weniger füttern. Und das war jetzt ein kurzer Ausflug sozusagen. Ja. Aber genau, Schnecken. Da gibt es halt noch die Schnecken, die sich nicht vermehren in Süßwasser, die dann halt Brackwasser benötigen würden. Das sind halt zum Beispiel die ganzen Rennschnecken, ja. Napfschnecken, wie die Anthrazit-Napfschnecke, die halt sehr gut Algen von der Scheibe wegfrisst. Genau. Ja, da gibt's ja, ist ja genau das Gleiche. Ne? Da gibt es ja so viele Schneckenformen, die jetzt auch zum Beispiel wieder aus Sulawesi wahrscheinlich gut mit den Sulawesi-Garnelen zusammengehen. Genau, die es wärmer brauchen dann auch wieder. Ne? Ja, oder auch teilweise extreme Wasserwerte, also extrem kalkhaltig dann. Ja. Und ja, die ganzen, die man schon so kennt, also, weiß ich nicht, Turmdeckelschnecken, die vergraben, die haben wahrscheinlich mit Garnelen gar nichts zu tun.
Ja, wenig, genau. Also es kann natürlich auch da sein, immer wieder mal, dass Garnelen sich an Schnecken vergreifen, aber das ist dann wieder, wie ich das bei den Amaro-Garnelen auch schon erwähnte, eigentlich nur dann, wenn sie richtig hungrig sind. Na, dann nehmen also, sie dass die Garnelen mal, dann die Schnecken fressen. Genau, dass die halt dann sich auch schon mal so eine Schnecke aus dem Gehäuse ziehen. Vor allem die, die jetzt halt keinen Deckel haben, ne? Also jetzt die Posthornschnecken, Blasenschnecken und so weiter. Da kann es schon mal vorkommen, dass so ein Pulk Garnelen sich dann an so eine Schnecke ranmacht. Aber wie gesagt, eigentlich auch nur, wenn sie Hunger haben und auch äußerst selten. Also die Schnecken vermehren sich in der Regel viel schneller, als da jetzt zwischendurch mal welche gefressen werden. Ja. Gibt es da andersrum Probleme? Gibt es irgendwelche Schnecken? Ich meine, du hast ja auch diese bekannten Raubschnecken, genau. Dass die auch mal an Garnelen gehen, oder? Ja, die Raubschnecken sollen angeblich, da gibt es auch Videos im Netz zu, wo das dann auch sehr interessant aussieht, wie dann so eine Raubschnecke sich an eine Garnele ranpirscht und sie tatsächlich irgendwie scheinbar lähmt und angreift, beziehungsweise dann halt auch tötet und aussaugt mit ihrem Rüssel wahrscheinlich auch. Ich habe es noch nie beobachtet, also ich habe in einigen Becken die Raubschnecken auch drin und auch viele Garnelen drin. Klar, da fällt das jetzt vielleicht nicht so auf, weil dann zwischendurch mal eine oder die andere sich da schnappen. Das kann wohl sein, ich weiß es nicht. Also ich vermute mal eher, meine Theorie ist, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, dass meine Theorie eher ist, dass die sich zwar schon zwischendurch mal Garnelen schnappen, aber eher die geschwächten, kranken, weil die anderen, glaube ich, dass die es schon schaffen würden, dann abzuhauen, weil man sagt, die sollen irgendwie ein Sekret abgeben, wenn sie in der Nähe der Garnele sind oder in der Nähe des Opfers halt allgemein sind, dass halt das Opfer lähmt. Okay. Und das kann dann halt auch bei Garnelen der Fall sein, aber ich denke mal, eine Garnele, die fit und gesund ist, die wird es trotzdem schaffen, abzuhauen, bevor sie da irgendwie angegriffen wird. Und deswegen, weil die Schnecken sind jetzt auch nicht die schnellsten, wenn man sich das mal so anguckt. Genau, deswegen, also ich denke mal auch nicht, dass dieses Mittel so krass ist, ne? Also, zumal ja meistens eine Strömung auf dem Becken herrscht und das Zeug ja jetzt nicht bei der Garnele da halt stehen bleibt. Ne? Also deswegen denke ich mal, ist das mehr also eine kranke Garnele gewesen, wenn sie dann gefressen wurde von der Raubschnecke. Und deswegen, da braucht ihr euch auch keine Sorgen zu machen. Raubschnecken, wie gesagt, die fressen halt andere Schnecken und vermehren sich selber nicht so stark. Das ist dann halt was für Leute, die dann halt nicht so auf Schnecken stehen, beziehungsweise vielleicht nur eine Schneckenart im Becken haben wollen. Und die halten die anderen Schneckenarten dann ganz gut im Schach. Ja, was fällt uns sonst noch so an Wirbellosen im Becken ein? Muscheln, in der Regel kein Problem, oder? Ja, genau. Bei Muscheln ist halt aber nur so das Problem, die brauchen ja immer auch irgendwie Schwebealgen oder halt. Ja, gut, aber ich meine, angenommen, das wäre jetzt da, könnte eher das Problem sein, dass die Garnelen die nerven, ne? Wenn die dann draufspringen, dann machen die Muscheln immer zu. Genau, dann machen die sofort zu. Das könnte dann halt ein bisschen nervig sein, vielleicht für die Muscheln, aber müssen wir ausprobieren, also das könnte auch klappen. Ja. Ja, sonst, was gibt's noch so an Wirbellosen? Wahrscheinlich eher dann Garnelenfutter, also so an Würmchen oder, weiß ich nicht, Hüpferlinge, wenn eine Garnele mal so ein Viech erwischt. Das ist dann eher Garnelenfutter, aber an aktiven, also ich sag mal Beckeninsassen, die man auch reinsetzt, fällt mir jetzt gerade nichts weiter ein. Ja, hast du noch irgendwie? Fällt mir jetzt uns auch nicht. Also Würmer, was Würmer angeht, kann sein, dass sich mal vielleicht auch mal hier und da so einen kleinen Wurm schnappen, aber an sich, das ist ja auch gerade das Ding, also dass viele Aquarianer, die nur Garnelen, also keine Fische im Becken haben, sich dann beschweren, dass es da so viel Mikrofauna sozusagen im Becken gibt. Wo sich dann die ganzen kleinen Hüpferlinge und kleine Würmchen gut vermehren. Was die vorher vielleicht nicht so kannten, wenn sie vorher ein Becken hatten mit Fischen, weil die Fische das natürlich dann im Schach halten oder wegfressen halt, ne, und dann meistens entweder keine existieren oder nur im Bodengrund so ein bisschen, und sobald die sich zu stark vermehren, werden sie von Fischen wieder weggefressen und dann fallen sie halt dem Besitzer gar nicht auf, ne, oder dem Halter. Und jetzt bei der Garnelenaquaristik ist halt natürlich so, dass die dann halt sich gut verbreiten können, weil die nicht so gefressen werden, und sieht man halt ein bisschen den Würmer. Na gut, dann wird's. Aber das muss ich wohl doch nochmal diese eine Studie da vorstellen, dass die Garnelen also auch ganz gut an diese Mayofauna, also die kleinen Tiere, da ganz gut rangehen und die ganz gut dezimieren. Mhm. Jetzt haben wir es schon wieder besprochen, dann muss ich das wohl doch mal machen. Ne? Mhm. Genau. Ja, sonst fällt mir jetzt nichts weiter ein. Wenn euch noch irgendwas einfällt, müsst ihr jetzt unbedingt den Like-Button drücken. Und damit wir das auch noch merken, am besten noch die Frage in die Kommentare stellen. Genau. Genau, ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal zu dem Video mit den Fischen, würde ich sagen. Ja, genau. Alles klar. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.